Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Was? Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Alter. Nee, das mache ich nicht. Nee, das will ich nicht machen. Was ist, wenn ich das nicht mache? Was dann? Ich habe es immer gemacht, was die gesagt haben. Und ich habe das Gefühl, es bringt mir einfach nichts. Ich brauche einen scharfen Gegenstand, der einen sauberen Schnitt macht. Ich habe keine Lust, daran herumzuhacken. Oh, der Schmerz wird heftig. Ich brauche etwas zur Linderung. Einen Finger abschneiden? Niemals. Ich muss da durch. Ich habe keine Wahl. Für Sean. Ich kann mir keinen Finger abschneiden, das geht nicht. Ich will Sean retten. Ich tue alles. Alles außer das. Das ist Irrsinn. Ich kann es nicht. Ich will Sean retten, aber ich weigere mich, das zu tun. Das kann furchtbar in die Hose gehen. Ich rette meinen Sohn nicht, wenn ich hier sterbe. 5 Minuten. 5 Minuten, um mir den Finger abzuschneiden. Ich muss schnell entscheiden. Ich könnte es schaffen, wenn ich die richtige Wahl treffe. Es muss irgendwie gehen. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Was haben wir denn da jetzt in der Hand? Ich verstehe nicht so ganz. Sie haben noch 4 Minuten. Wieso haben wir jetzt so ein Ding in der Hand? Kaum was hier passiert, aber hey. Er lässt sich den Finger abtrennen mit Glut, oder was? Oder die Waffe damit irgendwie scharf machen, ich weiß es nicht. Ich will das ehrlich gesagt nicht machen. Du spürst es nicht. Du spürst gar nichts. Ich habe keine Angst. Keine Angst. Ich muss einen klaren Kopf bewahren und es kommt in Ordnung. Ich kann es schaffen, wenn ich genau überlege, was ich tue. Ich tue es. Ich tue es für Sean. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Aber wir wissen noch niemals, ob wir ihn damit überhaupt retten. Oder ob der Origami-Killer uns einfach nur leiden sehen möchte. Ich weiß es einfach nicht, echt nicht. Warte mal kurz, kann ich speichern? Natürlich nicht. Ich will das nicht machen. Weißt du, wenn ich 3 Minuten warte, was passiert dann? Soll ich 3 Minuten mal warten? Guck mal, was passiert. Ich weiß nicht, was die richtige Entscheidung ist. Ich weiß es echt nicht. Aber wofür haben wir das Ding? Wofür?
Was will er damit machen? Nein. Was? Was macht er damit? Hä? Verstehe es ja gesagt nicht. Sie haben noch 2 Minuten und 30 Sekunden. Was steht da? Es versuchen, es tun. Was? Verstehe, hä? Will's nicht tun. Es tun, es versuchen. Vielleicht versuchen erstmal. Sie haben noch. Oder gar nichts machen. Man kann es ja auch wieder weglegen. Man weiß halt auch nicht, ob der Killer uns verarschen will. Vielleicht werden wir unseren Sohn trotzdem nie wiederfinden, obwohl wir es machen. Man weiß es einfach nicht. Ich kann das nicht machen, verdammt, ich kann das nicht. Was ist das? Da ist eine Säge auch noch. Nein, mitnehmen. Sie haben noch 1 Minute und 30 Sekunden. Eine Minute noch. Gehen, bleiben. Sie haben noch 1 Minute. Bleiben. Fuck. Sie haben noch 50 Sekunden. Es versuchen. Sie haben noch 40 Sekunden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber da wird ein sauberer Schnitt, oder? Komm. Nein, es klappt nicht. Hä, warum geht das denn nicht? Sie haben noch 20 Sekunden. Ich kann das nicht. 8,
fliegt der Dinger weg. 3, 2, 1. Was passiert? Die Zeit ist um. Sie haben versagt. Das heißt was? Dass du als tot ist oder was heißt das? Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht machen, es ging nicht. Das kranke Spiel spielen wir nicht mit. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Leute. Zum Glück hat die Strafe den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß. Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Sucht sie uns? Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird gefährlich wissen. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. Aber ich habe jetzt. Ich will selber wissen, was wäre gewesen, wenn wir es gemacht haben. Oder wenn wir das andere Mal nicht irgendwas gemacht haben. Das will ich unbedingt wissen. Polizei. Sie überwachen das Gebäude, in dem Ethan ist. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Die Polizei ist draußen. Die wollen sie bestimmt verhaften. Was machen Sie hier? Folgen Sie mir etwa? Ich erkläre es später. Los, wir müssen schnell einen Weg hier rausfinden. Scheiße. Was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Nach oben geht nicht. Das Dach ist eine Sackgasse. Wir säßen in der Falle. Mir muss etwas einfallen. Und zwar ganz schnell. Wir müssen sofort hier raus. Die Cops tauchen jede Sekunde hier auf. Er sieht total fertig aus. Was macht er hier? Eine Lösung. Es muss eine Lösung geben. Ach verdammt, ich sage immer wieder, ich verwechsel immer wieder. Immer wieder verwechsel ich das. Und schon wieder. Zu hoch. Ich schaffe es nie, mich hochzuziehen. Eine Räuberleiter? Oder der Tisch. Wo das sein soll. Zugriff auf meinen Befehl. Sie bleiben hier, Jim. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Komm hoch da. Komm. Los, hier entlang. Thank you.
Gott! Schnell! Sie kommen! Scheiße! Lieutenant? Ein Mann und eine Frau kommen aus der Gasse. Frau? Scheiße! Die ist doch vor dir rein! Alle Mann runter! In die Gasse! Hinterher! Die U-Bahn! Nun komm, versuchen wir mal. Besser, ich lasse ihn hier und hau ab. Ich könnte noch entkommen, wenn ich gleich gehe. Was zum Teufel mache ich? Ich helfe einem Flüchtigen. Ich muss komplett durchgedreht sein. Scheiße, sie haben was. Wir müssen weg, solange es noch geht. Wir haben die Cops am Arsch. Keine Chance. Nee, doch nicht. Ethan, was ist los? Wir müssen weiter. Ethan, sie kommen. Das sind Menschen. So könnten wir sie abhängen. Ethan baut ziemlich schnell ab. Er kann kaum noch atmen. Ich krieg keine Luft. Ich muss weiter. Die sind überall. Die wollen uns einkreisen. Die ganzen Menschen. So könnten wir sie abhängen. Die ganzen Menschen. Ja, wir versuchen es. So könnten wir sie abhängen. Keine Bewegung. Oder ich blase ihnen das Hirn raus. Hä? Da verstehe ich es nicht. Wir kommen auch nie wieder frei. Weil die denken ja echt, dass wir waren. Aber ich glaube noch nicht, dass die. Er kann ja nicht. Geht ja nicht. Aber hätten wir uns jetzt einen Finger abgeschnitten, hätten wir der Polizei nicht als Beweis zeigen können, hier, das habe ich für meinen Sohn gemacht, um ihn wiederzukriegen. Ich weiß nicht, was die richtigen Entscheidungen sind. Echt nicht. Ich bin nicht Ihr Richter, Ethan. Ich will nur das Leben Ihres Sohnes retten. Noch ist Zeit, aber nicht viel. Helfen Sie mir, Ethan. Was wissen Sie? Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein, Ethan. Ich glaube, Sie waren es nicht. Ich weiß, das klingt komisch, aber ich habe meine Gründe. Helfen Sie mir, Ihre Unschuld zu beweisen, denn es sieht nicht gut aus für Sie, verdammt! Schauen Sie, Ethan. Sehen Sie sich das an! 8 Fotografien, 8 Leben, ausgelöscht, ertrunken, im gottverdammten Regen! Erkennen Sie ihn, hä? Ihren Sohn, Ethan? Das ist Sean. Er ist immer noch am Leben. Reden Sie, Ethan. Sagen Sie was! Was sollen wir denn sagen? Reden Sie. Was soll er denn sagen? Ich kann nichts sagen. Das Spiel ist aus. Was bringt Ihnen denn ein weiteres Opfer? Hä? Ich habe meinen Sohn gekidnappt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern.
Ich weiß nicht, wo er ist. Der einzige Weg, ihn zu finden, ist, mich gehen zu lassen. Ich bin der einzige Mensch, den ich retten kann. Hartnäckig, aggressiv, ungläubig, skeptisch. Habe ich das jetzt gereicht und ich weiß nicht. Sie wollen ihn retten, ohne zu wissen, wo er ist. Das ergibt doch keinen Sinn, Ethan. Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wenn sie mich hier behalten, wird Sean sterben. Die Zeit läuft, Ethan. Im Ernst, mir ist ihr Motiv egal. Ich will nur eins wissen. Wo verstecken Sie Sean? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn gerettet, wenn ich es wüsste. Okay. Ihre letzte Chance, Ethan. Diesmal überlegen Sie genau, bevor Sie antworten. Wo ist Sean? Er weiß halt wirklich nicht. Er weiß es nicht und ich bin mir sicher, er war es auch nicht. Ich weiß es nicht. Warum sollte er das machen? Aha! Falsche Antwort. Eingreifen. Blake, was machen Sie? Der Typ ist ein Killer. Er hat keine verdammten Scheißrechte. Und er wird jetzt alles ausspucken. Er ist kein Killer. Carter, halt! Ich werde Sie dem Boss melden. Na los, verschwinden Sie hier. Ich konnte Sie noch nie ausstehen. Norman. Ich dich auch nicht. Verpissen Sie sich. Das Geständnis ist so vollkommen wertlos. Der Fall wird geschlossen. Hä? Geh da rein wieder. Der Scheißkerl prügelt ein Geständnis aus Mars. Er will einen entschuldigen, auch wenn es der Falsche ist. Es ist auch der Falsche. Fuck, das Arschloch ist diesmal eindeutig zu weit gegangen. Können wir die Kamera einschalten? So geht es nicht. Ich setze Captain Perry von der ganzen Sache in Kenntnis. Wer ist denn Captain Perry? Ich hab keinen Plan. Blake prügelt gerade ein Geständnis aus Ethan Mars. Sie müssen etwas tun. Das ist wichtiger, Norman. Sean Mars zu finden oder dem Abschaum ein paar Kratzer zu ersparen. Wo gehobelt wird, da fallen nun auch mal Späne. Verdammt nochmal! Ethan Mars ist unschuldig! Wir müssen Sean weitersuchen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, ihn lebend zu finden. Der Fall hat Sie zu sehr mitgenommen, Norman. Ein bisschen Urlaub würde Ihnen gut tun. Hat der unschuldige Vater, war hat der Sohn davon, wenn er überlebt, dass ein unschuldiger Vater tot ist. Wie soll der jetzt noch weitergehen? Versteht nicht so ganz. Wie soll der jetzt noch weitergehen? Wo sind wir jetzt?
Was passiert hier jetzt? Ihr Wodka, Sir. Danke. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Nein. Da wette ich drauf. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Hä? Ich verstehe nur Bahnhof. Alles klar. Also checken wir mal die Sachen hier aus. Hinweise? Sieh an, es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung vom Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist, aber wer weiß. Man kann jetzt machen. Analysieren. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Alles klar, keine Daten. Gucken erstmal das Auto. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Nein, verklick. Oh mein Gott. Nee, können wir vielleicht auch mal machen. Analysieren. Jackson Neville, alias Mad Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Achso, die anderen kann ich nicht mehr. Oh, verdammt, ich wollte die anderen auch noch gucken. Origami-Killer. Origami-Killer. Ich sollte meine Vorgesetzten fragen. Vielleicht. Nein, das ist dumm. Ich muss das allein durchziehen. Ich muss Ethan Mars hier irgendwie rausholen. Die Chance, dass er die Wahrheit sagt, ist vielleicht 1 zu 1000. Aber er kann trotzdem noch seinen Sohn retten.
Er könnte schuldig sein. Er verhält sich merkwürdig und erzählt wirres Zeug. Er hat nie gesagt, dass er nicht der Origami-Killer ist. Ich glaube einfach nicht, dass er schuldig ist. Das Killerprofil passt überhaupt nicht zu ihm. Nein, ich kann nicht nur zusehen. Ich helfe Mars hier rauszukommen. Den scheiß Carl Perry kümmert es einen Dreck, ob Black Zeugen schlägt oder Mars unschuldig ist. Der will nur der Presse sagen, dass der Origami-Killer verhaftet ist. Ja, genau das ist es. Ich glaube, Mars ist unschuldig. Ich muss ihn hier rausholen. Das geht mir nichts an. Wenn Perry und Blake Mars für den Mörder halten, bin ich machtlos. Ich kann für Mars nichts tun. Gegen ihn liegt eine ernste Anklage vor. Abwarten.